Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Salome und Sira im Hallo. Müllgebiet. Da Im vorne kommt Müll. ein Ding. Ein Mit seinem Zombie. Bad. Wumms. Vorsicht! Ja. Hinter euch kommt noch ein Zombie. Bad. Nicht überfahren. Du kommst halt hier null vorwärts, ne? Ja, das ist echt doof mit den Autos. Ein Bär, ich versuche ihn noch mal so zu treffen wie vorhin. Ah, Ecke-Zombie! Ih! Oh Gott! Achtung! Obacht! Weg! Der ist, gemein. Der ist, ich weiß nicht, Giftaura oder so? Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was der macht. Ich habe ihn zwar schon mal gesehen. Bleib liege! Hallo, Mensch. Herr Bär. Au! Achtung, da läuft übrigens ein Bär rum. Ja, ich hab grad. Au! Schmerzen! Shit. Yes! Das war mal ein Bär. Jetzt ist es ein. Keine Ahnung. Oh, da kommt von hinten. Oh Gott, da kommt eine ganze Menge. Mein Auto fährt immer weg. Du musst mit jetzt. Leertaste stehen bleiben. Ah, mein Bild hängt. Hier liegt überall Muni. Hui! Habe ich ihm den Kopf weggeschossen. Nee. Weg. Ist da irgendwo eine Schlange? Ja, ich habe sie getötet. Da kommt noch mehr. Da kommt Diggi Wiggi. Da kommt noch was Brennendes. Ein Geier! Geier, ich höre ihn. Ah, aua! Ach, treff doch mal dieses Kack. Viech jetzt hier! Ja. Männer! Weißt du jetzt, warum das Müllgebiet gefährlich ist? Ach, das ist doch nicht schlimm hier. Das macht ist doch Spaß. Egal. Ich mag vor allem die Atmosphäre hier total gerne. Ja. Shit, ich bin voll. Ich schreie. Nein, zurück. Morgen vielleicht. Ein Rülpser. Und Muspi. Schnauze. Ist jetzt mal Schluss hier endlich? Nö. Da hinten ist noch so Gifty. Hä? Ach da. Oh. Ich höre noch eine Schreierin. Gifty. Ja, die immer von hinten, ne? Oh, von rechts kommen auch wieder welche. Wo? Oh. Nix gut. Ach, da. Hallo. Schnauze, Mädel. Jetzt bricht gleich das komplette Chaos aus, weil die jetzt hier rumgekrischen hat. Ja. Rumgekrischen? Rumgekrischen. Ja. Was heißt denn das? Ja, rumgeschrien. Rumgekreischt? Rumgekrischen. Was ist das denn? Es ist ja wie, es hat geschnitten. Das gibt's aber auch. Das ist ein offizielles Wort. Rumgekrischen. Das hab ich nie in meinem Leben gehört. Sie schrie gerade rum. Genau. Sie hat rumgekrischen. Rumgekrischen. Falscher kann Hui. Etwas nicht klingen. Hui.
Aber das existiert. Ich google das gleich. Mach das. Ich glaub dir kein Wort, weil das klingt einfach nur falsch. Rumgekrischen. Abgeschnitten. Wollen wir weiterfahren? Abgeschnitten. Ja, aber komm doch sie hier weg. Flup, flup. Moment. Ach, steig doch in dein dämliches Auto. I am hanging fest. Oh, ich auch. Scheiße. Versucht hier am Wasser unten ein bisschen lang zu fahren, dann geht das mit dem Müll. Müll, Müll. Nein, nicht, wenn du stehen bleibst und ich nicht weiterfahren kann. Entschuldigung. Hallo. Mal nicht machen hier. Hui. Ich sag, das geht nicht, dass da keiner ist. Ja, jetzt werde ich ins Wasser geschubst. Ich habe nichts getan. Du warst das. Oh. Hier ist Ende. Aber guck mal, das ist das andere Gebiet. Hä? Alter, das sind Müllberge ohne Ende. Oder? Alter, ich komm nicht durch. Ja, das sind Müllberge, das ist kein anderes Gebiet. Ach so. Warum müssen wir da jetzt hochfahren? Weil wir eine Stadt suchen. Von da oben ist der bessere Ausblick. Tschüss. Da ist ein Auto. Bin ein Auto, bin geboren im Müll und fresse Scheiße. Ui. Ui. Wow. Yay. Wow, Chrissy, der Ausblick hier ist göttlich. Ja, hab ich mir auch gedacht. Ach komm. Weg. Och, überall liegt was. Ja, vor allem ich. Nein, ich hab mich festgefranst. Wo ist dieser? Komm, lass mein Auto in Ruhe. Lass mein Auto in Ruhe. Ein Geier. Nee, doch nicht, ein Hund. Ich muss erstmal den Stein hier wegknüppeln. Hm. Wie geht's nach oben? Jetzt fahr! Wo hängt der denn fest? Jo, brauchst du Hilfe? Das wird nichts. Jetzt. War das eine schwere Geburt? So. Batz, batz, boom, bauf. Ach, da vorne. Oh Gott, wo hast du dich denn reingesetzt? Geh weg, Chommi, geh weg. Weg. Aua, ich hab eine Gehirnerschütterung. Toll, da hat mich einmal geschlagen. Au. Was für ein Chaos hier schon wieder. Oh Mann. Geht weg. Ich will nicht. Nein, jetzt kommt doch noch ein Geier. Geh weg. Nein. Wo ist Dragomir? Ich hab geguckt, ob es woanders hochgeht. Hui. Scheinbar habt ihr das dadurch geschafft. Nein, habt ihr nicht gesteckt, nach wie vor am Mist. Wow. Hallo, Geier. Ja, komm her. Ja, klar. Den Geier treffe ich nicht, der direkt vor mir ist, aber meine Karre, die 30 Meter entfernt ist. Weg. Ich höre ein Auto in weiter Ferne. Ja. Warum fahrt ihr denn ausgerechnet da hoch? Ja, das musst du Salome fragen, nicht weil mich. Weil es kein anderer Weg mehr geht, gesehen hat er. Ja toll, jetzt hänge ich hier fest. Dito. Komm runter. Wo ist der Scheiß hier? Hi. Ei, nee, ich kann meine Karre nicht aufheben, weil da Zeug drin ist. Ich hau ab. Das ist mir zu blöd. Oh, ich habe hier den Nutzen. Achtung, hier ist ein Zombie. Ja, ich habe keine Zeit. Beschütz mich. Ja. Ja, ich bin lustig. Ich weiß, dass ich lustig bin.
Und ich blute schon wieder. Was ist denn da drin? Da ist doch gar nichts drin. Ah, ich habe keinen Platz in meinem Inventar. Das ist das Problem gewesen. Was kann ich denn doch wegtun? Ach, das Dreckwasser kommt. Oh, ich muss aber noch was wegtun. Und ich habe die Schnittwunde. Geil. Ich bin, by the way, außen rumgefahren und ich bin auf der anderen Seite. Ich will nur meine Karre aufheben. Ich höre schon wieder einen Geier. Weg. So. Gott, ich habe ja auch Schnee einstecken. Warum zum Geier habe ich denn Schnee einstecken? Habe ich auch noch einstecken gehabt. Schnee. Schnee. Ach, vor wo wir den Schatz, glaube ich, gesucht haben. Ja, ja. Danke. So, wo lang du? Lass mir erstmal gucken, dass wir hier eine Stadt finden oder so. Ich würde erstmal sagen, lass mal gucken, dass wir hier rausfinden. Eine Stadt finden heißt hier rausfinden, oder? Ich weiß nicht, hier gibt es natürlich auch Städte. Au. Du sitzt auf einem Metallding übrigens. Ich auch wahrscheinlich. So wie sich das gerade anfühlt. Aua. Was für ein Chaos einfach nur, Mann. Alter. Chaos im Müllgebiet, hä? Aber hallo. Hallo. Kannst du mal gerade ausgucken? Guck dir mal eine ganze Menge Autos. Ich versuche mal geradeaus hier zu gucken, was hier noch so ist. Geradeaus, was heißt denn das jetzt schon wieder? Ja, ich kann ja, geradeaus. Entschuldigung. Das heißt hier berghoch. Ja, schön blöd. Ja, dann tschüss. Der Berg rüft. Ja. Ja, das ist voll dunkel hier. Ich sehe kaum noch was. Mach die Taschenlampe an von deinem Auto. Die Scheinwerfer an von deinem Auto. Das hab ich ja jetzt gerade. Ja, wow. Ich schaff das. Nicht. Ah, draußen. Ja, draußen. Ah, Wiese. Geil. Oh, schön. Doch nie habe ich mich so sehr über die Wiese gefreut. Aber ehrlich, ey. Erstmal hier ganz begeistert im Kreis fahren, dass man endlich rausgefunden hat. Mach dir mal Licht. Ich hab mein eigenes Licht. Ich besitze nämlich eine Taschenlampe. Oh, echt? Geil. Ja. Ich weiß, was fehlt. Hacke. Nee, wir hatten doch bei den einen doch extremst diese Extremzelle Licht. Hä? Bei ja, einen, so eine Mod. Ja. Diese Mod mit dem, diese Licht. Die ich übrigens drin habe, diese Scheinwerfer-Mod. Warum siehst du dann so schlecht? Weil ich sie das nicht anhatte. Ach Mann. Hilfe, verteidige mich, verteidige mich! Oh, warte. Ich eile, ich eile. Ich habe gerade meinen Schwanz zugeknotet. Was? Was? Meinen Pferdeschwanz. Was? Ja, ich habe einen Pferdeschwanz. Was dagegen? Das ist mein Auto, geh weg. Ach ja. Chrissy, komm mal ran da, ich will nach Hause. Alles misch. Ja, was heißt hier, ich will nach Hause? Wir brauchen eine neue Heimat. Wir wurden verbannt. Ja. Verbannung. Ist noch 300 Meter entfernt. Was machst du denn? Nun wird er sehen, was er davon hat. Verbannung. Die Schande. Er ist verlogen, eiskalt. Oh, irgendwas was gewesen, oder? Falls du mal. Bobo, hörst du das? Ich singe von dir. Joko, mir mein Baby, komm. Joko. Fahrt ihr mal weiter. Ich gucke, ob ich immer noch, ob ich den Ort finde oder sowas. Wenn du bist jetzt irgendwo anders? Gut, dann gucken wir mal irgendwo anders. Halt, stopp! Anders. Halt, stopp! Jetzt red ich! Jetzt.
Popo will halt nicht. Schnucki Pups, komm! Wo bist du denn jetzt hingefahren da? Schnucki Pup! Köbi! Köbi Döbi Ding Dong! Der denkt sich auch, hä? Was hat du denn? Komm, Kuscheln, komm mal bei die Mama. Nee. Komm mal bei mich bei. Komm mal bei die Mama. Oh. Da war ein Hüsel aus Stein. Au, da war ein Baumstumpf. In Upendi. Stadte? Stadte? Ja, Stadte mal eine Stadte, Alter. Stadte. Graben. Oh, mein Rücken. Mein Auto. Oh, mein Graben. Scheiße. Oh nein. Na. Na. Was hast du denn schon wieder für ein Problem? Ich klemm jetzt aber. Schabe, Schabe festgeklemmt. Hi. Guck! Diesmal habe ich, gesehen, wie du weggeflogen bist. Das ist immer so. Ich fliege immer weg. Egal, aber, ob man in mich reinfährt oder ob ich wo reinfahre. Aber der Abstand zwischen dir und mir waren trotzdem so mindestens 20 Meter oder so. Hä? Ja. Was hat das damit jetzt zu tun? Ja, dass du trotzdem noch ewig weit weg warst, als ich gesehen habe, wie du weggeflogen bist. Okay. Ein Haus! Ich habe ein Haus gefunden. Oh, wir fahren gerade denselben Weg zurück, den wir hochgefahren sind, nur ein bisschen mit Abstand. Ich glaube, wir sollten mal darüber fahren. Auch nicht über den Berg. Ai, ai, ai. Muss der Geier wohl grenzenlos sein? Was? Die hat bestimmt gerade einen Geier an sich kleben. Ja. Sonst wäre sie da nie drauf gekommen. Schön doof, dass sie alleine durchs Müllgebiet tuckert. Ne? Ich bin ja im Müllgebiet, ich bin außerhalb vom Müllgebiet. Hm. Ich fahre so fahr jetzt gerade drum herum und guck, ob da irgendwas ist. Schwer und anstrengend. Oh, ich habe auch nur noch 33% Sprit. Aber ich habe wieder 99% Haltbarkeit. Das war vorhin unterhalb von der Hälfte. Warum bin ich auf einmal wieder... Hä? Hast du vielleicht repariert gedrückt? Anstatt zu tanken? Nicht, dass ich wüsste. Und wenn doch, ist auch egal. Reparieren ist immer gut. Alter, warum ist es hier so zerklüftet? Ich kann hier richtig fahren. Weg da vorne. Ich sehe nur das blaue Auto da hinten fliegen. Ui! Nö. Nur fliegen ist schöner, sagt sie. Ja, definitiv. Ja, normalerweise müssten wir auch mal den Tragschrauber bauen, damit du mal fliegen kannst. Ja, ja. Was? Ein Tragschrauber. Was hat der jetzt schon wieder? Ein Hubschrauber für eine Person. Wow, und warum sagst du nicht Hubschrauber für eine Person? Ja, weil das Tragschrauber heißt. Warum? What the fuck? Ich weiß es nicht. Frag die Entwickler. Wahrscheinlich, weil er nicht tragen kann im Schraube. Yay! Wo bist du denn jetzt hin? Ich bin jetzt hinter dir. Ich stehe mal voll und ganz hinter dir. Warum beruhigt mich das noch nicht? Mhm. Jetzt häng doch nicht an jedem kleinsten Böppel. Wo fährst du denn dran? Ich suche mir die beste Route, um nicht festzustecken. ich folge einfach mal deiner Route, die sah sehr angenehm aus. Ja, war sie auch. Ah, das geht mir zu schnell! Ah. Wenn meine Karre weiter so macht, gräbt er sich noch unten in den Boden rein irgendwann. Oh Gott. Ja. Ich hab mir Aua getan. Ich hab mir das Fressbrett auf dem Armaturenbrett angeschlagen. Oh, vielleicht brauchst du jetzt keine Schönheits-OP mehr.
Ne, aber die dritten wahrscheinlich. Langsam, aber sicher komme ich vorwärts. Langsam, aber langsam komm ich jetzt vorwärts. Ich kann gerade meine Karre nicht sehen. Yay! So geländetauglich ist das Ding dann doch nicht. Deswegen sage ich ja, wir brauchen normalerweise einen Tragschrauber, dann können wir überall rüberfliegen. Ja, aber auch gut abstürzen können wir damit. Ja, wenn man die Steuerung nicht kennt, dann ist der Tragschrauber nicht so geil. Mhm. Achtung! Alter! Ich laufe jetzt den Berg hoch, leck mich doch am Arsch. So. Ja. Du fährst mich kaputt. Yeah. Oh Gott, hier ist irgendwie gar nichts. Hui. Ich sehe einen Baum. War dagegen. Nee, ich bin gerade zu Fuß unterwegs. Lauf dagegen. Nee, geht nicht. Oh, was ist denn eine Tosche? Also Sira, wir haben uns echt in die Scheiße der Nation manövriert hier, ne? Genau deswegen laufe ich gerade. Ja, aber das tue ich nicht, weil das Auto muss eh irgendwann mitgenommen werden. Ja, das habe ich ja einstecken. Ja, ich habe es leider voll. Oh, das ist natürlich doof, ne? Ja, und ich habe dir blind vertraut. Okay, ich habe eine Stadt. Nee, Stadt. Unten oder was ähnliches. Aber nicht im Müllgebiet. Ja! Oh, ich hab auf der Karte sogar eine Markierung mit Großstadt gemacht. Oh, okay. Die das ist war aber die Großstadt, noch... wo bei uns in der Nähe ist eigentlich, oder? Ja, genau, genau. Stadt, ich bin sogar in der Nähe. Ich muss nur hier entlang. Ah nee, das ist was anderes. Okay. Schaffst du es mit deiner Karre? Ich weiß es noch nicht. Soll ich was helfen kommen? Nö. Ich warte hier so lange. Ich mach mir mal was zu trinken. Ich mach mir dabei was zu trinken. Tu das. Ein kleines Lagerfeuer. Au! Und die Zombie, der mir auf den Sack geht. Ja. Lad doch noch langsamer nach. Ein Hirsch. Ich habe schon wieder eine Gehirnerschütterung. Was machst du nach der Sache? Alter, ey. Hallo. Hi. Dich habe ich nicht gemeint. Ah. Ich darf noch nicht mal mir was zu trinken gönnen, weißt du? Dann kommen direkt hier irgendwelche Zombies und geben mir eine Kopfnuss. Okay. Willst du einsteigen? Oh ja, warte. Lass mich mal mitfahren ein Stück. Ich habe im Müllgebiet, im Müllgebiet einen Pässen Gers gefunden. Oh, du musst aufschließen. Ja, bin drin, dankeschön. Ich habe einen Pass and Gas im Müllgebiet. Ja, okay, ich glaube, du bist sogar in der richtigen Richtung. Ja, gerade. Und da soll ich jetzt hochfahren, ja? Ja, du darfst auch gerne außen rumfahren, wenn du nicht über den Berg willst. Habe ich nichts gegen. Du musst nicht unten. Nein, das dauert zu lange, das mache ich nicht. Ach, ja. Winnie legt erstmal schön die Beine hoch aufs Armaturenbrett und gönnt sich mal eine Pause. Das arme Auto. Wie es um Hilfe schreit. Was? Nein. Weil der Motor so laut wird. Ich höre ihn nicht mehr. Und wenn er... Also er kann froh sein, dass das hier eine Schrottkarre ist. Wenn er in Nockys Auto die Füße aufs Armaturenbrett legen würde, wären sie ab. Ja, dann glaube ich sofort. Die eklige Stinkefüße auf seinem Armaturenbrett seines Mustangs. Er hat keine Stinkefüße. Füße sind immer eklig. Die riechen nach Blümchen. Ja, ganz genau. Die riechen wenn nach Alkohol, weil alles dadurch wieder ausschwitzt. Ja, die neue Art der Schweißfüße, du ja. Alkoholfüße. Alkoholfüßchen. Alkoholfüßchen. Oh, raus aus der Kacke, geil. Ja. Ich fahr mal nach Hause, ne? Wir haben kein Zuhause mehr. Ja, du bist am Arsch der Welt. Du musst auch in die andere Richtung.
Muss ich? Du bist schon, ja, du musst... Ja, wohin denn? Fahren wir nach rechts. Welches rechts jetzt? Warte. Kann ich dir... Kann ich Hallo, dir Bär! Warte, kann ich dir den Wegpunkt teilen? Habt ihr mal den Wegpunkt geteilt? Du hast noch mir den? Geteilt. Ja, ich weiß, dass ich noch dir geteilt habe. Auf der Map und dann unten irgendwo annehmen oder so. Okay. Und dann siehst du, wo lang. Großstadt, sagst du? Ja, genau. Ich sehe nicht, wo lang. Nach Westen. Ja, warte. Wo kann ich den denn anpinnen, damit ich den sehen kann? Gar nicht, du musst ihn auf der Map irgendwo sehen. Habe ich aber nicht. Wenn du nah genug bist. Fahr einfach, geh einfach nach Westen und Ich fahre nach Westen. Oder so nach, oder Nordwesten so ein bisschen. Ja, genau, das sieht gut aus. Ich fahre ein Rennauto. Und wenn wir dann nah genug im Rand sind, vielleicht noch ein bisschen weiter. Genau, ja, genau. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So darfst du bleiben. Ich bleib gerne, wie ich bin. Ja, ich will auch, dass du so bleibst, wie du bist. No. Weil es ist vergeblich, den Karren seitwärts zu schieben. Wann das gerade? Ich fühle richtig mit, wie schwer sich das Auto hier tut, hochzufahren. Sira? Ja? Ich habe die Müllstadt gefunden. Und oh, den okay. Händler. Okay. Mhm. Pack! Das kann ein Rülpser kommt. Nein, es war ein. Komm hier. Ein Pups. Der hat wieder Blähungen. Ein Mundpups. Ja. Der Händler auch. Ja, ja. Ja, er ist offen. Yay. Natürlich ist er offen, wir haben 8 Uhr durch. Hui! Da ist auch ein Händler. If you were here to buy, ist leider leer. Ups, kann ich überfahren. Guck mal, die Tür ist offen. Ich glaube, hier waren wir schon. Ja. Yep. Handy leer. Dein Handy ist leer. Hallo, Kumpel. Alter, erschreckt mich nicht so. Ja, der hat auch nichts Gescheites. Oh, ein bisschen Schrotflinten, irgend solche Bücher, irgendwas. Flintschroten. Hier ist ein Waffenschrank. Oh, mein Rücken. Moin. Ah. Voll verzweifelt. Mechanische Teile. Ja, I don't want to listen to your dirty voice anymore. I'm a doctor. Und Salome denkt sich so, hä? Was ist jetzt kaputt? Warum bin ich hier gelandet? Warum tue ich mich an? In Klammern, weil du genauso bekloppt bist. Und im Endeffekt ist sie längst rausgeflogen und kann schon gar nichts mehr sagen. Ja. Nee, ich bin noch da. 2,6 Meter entfernt. Kind. Ich habe einen roten Cowboyhut gefunden. Wow. Wow. Jetzt bin ich wunderschön. Loop. Ich springe mal in den Brunnen. Tell your friends. Okay, ich springe nicht in den Brunnen. Ich habe gerade einen Schwindelanfall. Mir ist nicht gut. Alle, ich steh schön. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich komm jetzt zu euch gefahrt. Baumwolle, alle. Raus geht's, ich find den Weg zu euch. Ups. Ja, folge einfach. Ich Was? Habe eine Knarre gefunden und eine Stahlachs mit Level 5. Not bad. Geil. Alles misch. Und 11 Glühbirnen, die aussehen wie Pilze. Und hier oben ist einfach nur nichts. Wow. Alter, hast du mich gerade schon. Yes, das nicht. My arm is Hetzel.
Und ich fahre gerade quer durch die Müllstadt. Oh. Yay! Ja, tschüss. War nett mit dir. Es war schön, dich gekannt zu haben. Sind Stahlknüppelteile was, das du eventuell brauchen könntest für deine... Soweit ich weiß, nicht. Okay. Stahlknüppelteile sind für gewöhnlich für Stahlknüppel. Toll. Ja. Hab ich nicht irgendwie Schmerzmittel einstecken? Schmerzmittel. So, jetzt hab ich keine Gehirnerschütterung mehr. Ich hab Schmerzmittel genommen. Was heißt hier schade? Ich glaube, es hackt. Bin weggelaufen von dir. Ja, tschüss. Ich fahr jetzt weg von dir. Tschüss. Ja, mit deinem Auto. Kannst du gar nicht. Natürlich kann ich das. Ciao. Erlaube ich dir nicht. Du hast keinen Führerschein. Du fährst wie eine beschissene Sau. Ich bin keine beschissene Sau. Ich bin eine geile Sau. Alte Schnauze. Du fährst wie eine beschissene Sau. Raus aus meinem Auto, sag ich nur. Ich kann mir das gut vorstellen, ein Gespräch zwischen Noki und Vincent. Im besoffenen Zustand, wohlgemerkt. Du fährst wie eine beschissene Sau. Ich bin keine beschissene Sau. Hast du? Die beiden haben immer Spaß ohne mich, weil ich überall so bin. Winnie, der verzweifelt versucht, ins Auto einzusteigen. Noki, der immer wegfährt. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Ehrlich, ey. Aber ich habe das jetzt mal markiert, ne? Das heißt, wenn wir doch mal wieder ins Müllgebiet wollen und das versuchen wollen, was da aufzubauen, ist auf jeden Fall bei mir markiert dann. Oder ich ein Kierart. Was machst du denn? Braucht immer kurz was zu knarzen. Mein Auto hat nicht mehr auf mich gehört. Weil ich drin gesessen habe. Nein. Doch, ich habe am Steuer gesessen. Ich kann nicht Gas geben. Ja, weil ich das gerade tue. Du fährst! Komm hier. Und ich wundere mich, ich drücke und das reagiert einfach nicht so, wie ich will. Das war richtig schwer. Als du ausgestiegen bist, schnell den Fahrersitz gewechselt. Du blöde Duselnusel. Ja. Da ist ein sehr stabiler Einkaufswagen. Und Pick-Pui! Noch mehr stabile Einkaufswagen. Ah, schön. Großstadt. Sag mal. Und du sagst zu mir, ich fahre. Ich will, dass Winnie kotzt. Hä? Das wirst du nie erleben. Er wird niemals seinen geliebten Alkohol auskotzen. Aber warum fahrt ihr in die Großstadt, auf die wir eigentlich gekommen sind? Ich will ja nicht meckern, aber du fährst gerade rückwärts. Soll ich dir mal was sagen? Du fährst rückwärts besser als vorwärts. Oh, guck mal, da ist eine riesige Kathedrale. Habe ich auch noch nicht gesehen. Da müssen wir rein. Schon. Repent. Repende. Rapantle. Ist ja gut auf der Mutter, da ist halt nicht sehr gut auf der Mutter. Das ist das. Warte auf mir, ich will auch mit. Komm mal. Ja, Augenmäde. Kuckuck, ich bin hier auf Balkonien. Hallo. Auf Balkonien. Ich war im Urlaub. Hallo. Ich hab ein paar Freunde mitgebracht. Auf dem Altar liegen Erbsen. Er wollte zu dir hochkommen, ist aber leider wieder runtergefallen, der Arme. Alle mögen Winnie. Nee, ich hab dir den Kopf zerballert. Entschuldigung. Jetzt habe ich einen Bolzen zerschossen. Oh, da ist ein Huhn. Hier ist ein Tüti. Oh, Regal mit Tüten. Das ist keine Kathedrale, das ist ein Witz. Ja, aber es sollte ein sein. Winnie. Hi. Ja. Ah! Wen haben wir denn da? Hä? Ja, wie schnell warst du denn jetzt auf einmal hier? Winnie. Ja. Hierher.
Ich bin doch da. Achso, hier. Rein mit dir in den Beichtstuhl. Ah. Hallo, mein Sohn. Wie da einfach deine Armbrust durch diese ganze Wand schaut. Hallo, mein Sohn. Ja, und das sieht, weißt du, wie das aussieht? Wie so ein Glory Hole, nur das Gegenteil davon. Hallo, mein Sohn. Ich ziehe jetzt den Hallo, Vorhang mein vor. Vater. Hi. Hi, Papa. Na? Alles klar? Hallöchen. Ich würdest, du aufhören, würdest du bitte aufhören, mich so zu bedrängen? Ich fühle mich dezent belästigt. Hilfe. Hilfe. Salome knallt Onkel Klaus ab. Was? Ich habe ihn gemocht. Er war immer so schön kuschelig. Und gesprächig. Ja. Okay. Lass Liege. Lass es. Okay. Du immer mit deinem Okay. 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 Hi. Ha! Yep. Oh. Ach, Glöckchen. Was Müll? Alter, du blöder Geier. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Ja, ist egal, ich hasse dich. Ich mich auch. Nicht runterfallen. Ich komm da nicht aua, raus. Aua, Geier. Schrei mir doch nicht ich so komm hier nicht rein. Oh, zum Glück habe ich Parkour geskillt, Alter. Hallo. Zum Glück bin ich so robust. Er folgt mir einfach überall hin, die Drecksau. Ich habe gerade einen abgeboxt. Ja, und jetzt habe ich eine Gehirnerschütterung und bin infiziert. Und ist was Interessantes da? Nee, nicht wirklich. Hier oben ist nur so eine komische Waffentasche. Weil der scheiß Geier mir bis ins Gebäude gefolgt ist. Ich glaube, in meinem Auto ist Antibiotika. Ja, in meinem glaube ich auch. Da drüben ist eine Kiste. Auf der anderen Seite, da wo du gerade hinläufst, Salome. Da die Dingens hoch, genau. Und da oben ist eine Kiste. Was sind hier nach oben? Irgendwo wird bestimmt eine Leiter oder sowas sein. Irgendwas. Ah, hier. Kann man gegen Gehirnerschütterung nehmen? Schmerztabletten. Habe ich nicht. Guck mal bei mir im Auto. Kann sein, dass ich noch was habe. Oh, wir sind übrigens bei 37 Minuten. Moment, jetzt will ich die versiegelte Kiste hier aufmachen. Dein Auto ist verriegelt, du doofe Nuss. Willst du mich mobben? Oh, ja. Ich hab normalerweise, weil ihr immer mitfahrt, ist das eigentlich immer auf. Wo ist denn meine Karre da hinten? Ich komm mal runtergesprungen. Ich brauche auch nichts mehr. Alles gut, die gehen in der Schilderung schon weg. Ich werde auch sterben jetzt. Ja, die hält aber 2 Stunden, ne? Nein, die ist weg. Dann war es auch keine Gehirnerschütterung. Aber da war ein Kopf mit Kreis drumrum. Und jetzt nicht mehr? Nö. Okay. Ich habe einen Verband genommen mit einem Plus drauf. Oh, dann zählt das auch. Okay, dann wohl alles, was dir Leben zurückgibt, heilt das dann scheinbar. Naja, dann bin ich halt vom Turm gesprungen, aber okay. Hey, ich aber bin für dich vom Turm gesprungen, was willst du? Aber es ist cool, dass du, wenn du Parkour so hoch geskillt hast, dass du echt aus großen Höhen springen kannst und dir passiert nichts. Ja, das ist super. Ich vermisse hier gerade so ein bisschen die Stampfattacke. Ja, ich will auch immer halb drücken. Halb. Leertaste drücken. Halb drücken. Halb drücken. So, wir müssen ja die Folge mal beenden. Jo. Crazy. Das würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ciao.